Eine freudige Botschaft. Gregor Gysi hat verstanden, warum Steuern viel zu hoch sind und nichts bringen. Mir hat einer geschrieben, der arm war. Wenn es weniger Flüchtlinge gäbe, hätte er mehr. Habe ich gesagt, so? Dann kennen Sie den Bundestag ganz anders als ich. Als wir weniger Flüchtlinge hatten, ging es Ihnen da besser? Da antwortete er mir, nein. Sage ich, so ist der Bundestag nicht. Der verteilt nicht, weil plötzlich weniger Arme da sind, das Geld an die übrigbleibenden Armen. So ist er gar nicht gestrickt. Dann hat mir einer geschrieben, ja, aber wenn wir die nicht hätten, dann würden wir ja mehr Geld für Bäder haben, für Schulen. Und sage ich, wirklich? Hatten wir, als wir weniger Flüchtlinge hatten, mehr Gelder für Bäder und für Schulen? Schrieb er, nein. Wissen Sie, was die Illusion ist? Sie schauen zur Seite. So, und damit erstmal herzlich willkommen zu meinem Kanal und zu einem Antwortvideo auf Michel. Und ja, es geht halt um dieses Zitat von Gregor Gysi, was er auf der BPK, also der Bürgerpressekonferenz, am 30. August 2015 gebracht hat. Das Video von Michel ist übrigens vom 29.01.2019. Er hängt also fast dreieinhalb Jahre hinter Gregor Gysi her. Und da ist die erste Frage, die man sich schon mal stellen muss. Michel, was ist mit dir los? Wie kannst du in unserer leistungsorientierten Welt überhaupt überleben, wenn du dreieinhalb Jahre hinter allen anderen herhängst? So, und jetzt habe ich das Problem, wo soll ich anfangen? Zunächst einmal, das Zitat von Gregor Gysi ist natürlich richtig, aber passt eigentlich zu dem vorletzten Video, was ich gemacht habe, über Manipulationsversuche. Denn das Video von Thilo Jung, nicht Jung und Naiv, also Quelle Jung und Naiv, nicht nur, dass da ein Rechtschreibfehler ist, die Quelle ist nicht Jung und Naiv. Der Kanal heißt Thilo Jung. Der benutzt zwar als Wasserzeichen dieses Jung und Naiv, aber so heißt halt nicht der Kanal. Das zweite ist, das gesamte Video von Michel geht 2 Minuten 40 Sekunden. Diese Frage, die an Gregor Gysi gestellt wurde, geht aber 5 Minuten 41 Sekunden in Thilo Jungs Video. Klar, dazu kommt noch Intro und Outro, aber dieser kurze Satz soll also die gesamte Antwort von Gregor Gysi darstellen, und nein, da kann ich schon sagen, das tut er nicht. Vor allem, weil dieser Antwortteil aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Und zwar sehr nach der Agenda von Michel. Denn er sagt, denn der Satz, der letzte Satz, mit dem sie schauen zur Seite, der ist nicht vollständig wiedergegeben. Der wird bei einem Komma, keinem Punkt, abgeschnitten. Denn Gregor Gysi sagt da, so aus Gedächtnisprotokoll, wir müssen nach oben sehen, zu den Reichen, was die haben. Das, auch das, wie Gregor Gysi die Frage, die Beantwortung der Frage, die ihm ein Bürger gestellt hat, anfängt, ist sehr interessant. Und zwar beginnt er sie im Grunde mit einem Vergleich einer schwangeren Frau, die in Hartz IV fällt und somit staatliche bzw. gesellschaftliche Unterstützung benötigt. Und diese Unterstützung könnte nicht in dem Maße geleistet werden, wenn es keine Steuern gäbe. Also Gregor Gysi macht direkt am Anfang der Beantwortung der Frage klar, er ist für Steuern. So, damit habe ich jetzt schon den Großteil von Michels Video eigentlich widerlegt. Aber okay. Achso, noch was, Michel.
Der Grund, warum ich dieses Antwort- bzw. Kritikvideo an dich mache, ist erstens, weil diese BPK etwa 3,5 Jahre zurückliegt und zweitens, weil du es nicht für angemessen hieltst, deine Quelle zu verlinken. Nein, Quelle Thilo Jung und Naiv ist nicht die Quelle. Und wenn du schon jede Menge Sachen da in deiner Internet in deiner Kanalbeschreibung, in deiner Videobeschreibung verlinkst, wie deine Shirts, dein PayPal-Konto etc., dann verlink doch auch deine Quelle. Das ist jetzt nicht so schwer. Ich mache ja auch beides. Okay, machen wir mal weiter. Gregor hat hier gerade in anderen Worten im Grunde genommen erklärt, es ist völlig egal, wie viel Geld die Bundesregierung hat. Der Bund Jein. Es stimmt nur zum Teil. Also ja, wir haben seit Jahren Rekordsteuereinnahmen. Ich glaube, in den letzten 15 Jahren gab es nur 2 Jahre, in denen wir keine Rekordsteuereinnahmen hatten. Wobei dieses Wort Rekordsteuereinnahmen, obwohl hier hat er ja die Statistik, ne? Ja. Ja. Von 2017 bis 2005, nur in den Jahren 2009, 2010, also als da die Bankenkrise zu uns rübergeschwappt ist, keine Rekordsteuereinnahmen. Und ja, die Sache ist aber, insgesamt war unsere Wirtschaftskraft auch während 2009, 2010 immer gewachsen. Nur eben 2009, 2010 richtiger Dämpfer aus den USA im Finanzsektor. Aber damit kam man noch, damit ist Deutschland ziemlich gut zurechtgekommen. Also da hat es die USA deutlich stärker zerlegt als Deutschland halt. Vielleicht auch, weil wir durch Steuern das Geld hatten, um Banken zu retten. Aber okay, das ist eine Sache, das zu analysieren, das schaffen nicht mal die besten Wirtschaftsexperten. Also die untersuchen diese Vorfälle des Finanzcrashs bis heute, sogar den vom Schwarzen Dienstag, also was wir Schwarzer Freitag nennen, 1900. Was war's? 1929. Das wird bis heute noch untersucht, weil man bis heute nicht genau weiß, was ist da eigentlich schiefgelaufen. Also, das ist jetzt kein Thema, was ich in meinem Video auseinandernehmen möchte. Aber ja, dass die Steuereinnahmen des Bundes nicht unbedingt uns ermöglichen, größere Sprünge zu machen, das ist auf jeden Fall korrekt, weil eben viele Sachen diese Steuereinnahmen wieder oder diese Mehrsteuereinnahmen wieder relativieren. Ja, auch Inflation und dass man für Arbeit jedes Jahr mehr bezahlen muss. Bundestag hat, ob 50 Milliarden mehr oder weniger, für den Bürger macht das überhaupt keinen Unterschied. Hat der Bundestag 50 Und das ist wiederum falsch. Also mit den 50 Milliarden mehr oder weniger im Vergleich zum Vorjahr macht es keinen großen Unterschied. Das stimmt. Aber es macht den Unterschied, dass gewisse Projekte weiterlaufen können, dass man auch teils neue Projekte starten kann. Also doch, es macht schon einen Unterschied. Der Bürger sieht ihn nur nicht immer so, weil man sich dafür mit Steuern beschäftigen muss und sie nicht einfach kategorisch als Raub in Anführungszeichen ablehnen muss. Milliarden mehr bekommen Sie weder mehr Bäder, noch mehr Sozialleistungen, noch sonst irgendwas. Ja, wie gesagt, Inflation und ja, Schwimmbäder, die Leute da wollen auch bezahlt werden
und zwar jedes Jahr ein bisschen mehr, um die Inflation auszugleichen und auch vieles weitere. Und auch, was meinst du, wie diese Projekte wie die Elbphilharmonie geschaffen wurden, Stuttgart 21, der Berliner Flughafen? Ja, mit Steuergeldern werden die nun auch finanziert, weil die privaten Anleger, die das eigentlich machen wollten, zusammen mit dem Staat, die haben bei der Planung ordentlich Scheiße gebaut. Und das ist jetzt zwar eine etwas subjektive Meinung, aber es gibt da eine Art-Doku. Wenn ich sie finde, verlinke ich sie in der Videobeschreibung. Und da geht es 45 Minuten lang um öffentlich-private Partnerschaften, ÖPP. Und da wird das Problem dieser ÖPPs sehr gut dargestellt. Und warum der Berliner Flughafen, Stuttgart 21 und alle anderen von Anfang an zu solchen Massengräbern werden mussten und es ein Irrsinn ist, private Gesellschaften für solche Projekte zu engagieren, weil diese privaten Gesellschaften in der Planung immer versagen müssen. Das Lustige ist, trotzdem ist es ja der gleiche Gregor, der die Steuern ständig anheben will und auch immer ganz groß davon redet, dass man die Reichen endlich besteuern muss, damit... Ja, da hat er auf jeden Fall recht. Und zwar beide. Reichen müssten endlich wieder besteuert werden. Wir hatten eine Vermögenssteuer, beziehungsweise wir haben immer noch eine Vermögenssteuer. Seit 1995 wird diese allerdings nicht mehr angewendet. Ja, die Begründung ist irgendwas mit den Immobilien der Reichen. Ich habe mir das genaue Urteil des Bundesverfassungsgerichts nie durchgelesen und ich bin da auch kein Anwalt. Sache ist aber, heutzutage hat niemand in Deutschland mehr eine Ahnung, wie viele Reiche, also Millionäre, Milliardäre, wir in Deutschland überhaupt haben. Es gibt zwar mehrere Studien und Umfragen, die das versucht haben, aber die freiwilligen Studien und Umfragen, die haben keine Person oder kaum Personen mit einem Vermögen von über 30.000 Euro zusammengefunden. Und die Verpflichtenden, die fragen gar nicht nach solchen Vermögensverhältnissen. Also überall dort, wo sie sein könnten, wird nicht gefragt. Es gibt ja so reiche Viertel, bei denen weiß man, da kann nur die Upper Class leben, weil es für alle anderen zu teuer ist. Das eine der letzten Umfragen, von denen ich weiß, kam vom Forbes Magazine. Die haben für Deutschland, haben sie selbst gesagt, ihre Quellen waren Recherche und Schätzungen. Und sie sind am Ende darauf gekommen, dass wir in Deutschland wahrscheinlich dreimal so viele Milliardäre haben, wie bisher angenommen. Und ich denke, das Forbes Magazine ist sehr von dem Verdacht befreit, irgendwie marxistisch oder kommunistisch zu sein. Ich wüsste nicht, wie ich das dem Forbes Magazine vorwerfen sollte. Und trotzdem, sie behaupten, die Ungleichheit zwischen Deutschland, in Deutschland, ist größer als bisher angenommen mit ihren dreimal so viel Milliardären. Achso, es gibt ja auch noch den sogenannten Gini-Koeffizienten oder den Robin Hood-Index. Beides Sachen, die Ungleichheit in Ländern weltweit nachweisen sollen. Sind für die meisten Länder ziemlich gut, aber für Deutschland
praktisch unbrauchbar. Eben weil wir keine Vermögensteuer erheben. Wir haben keine Ahnung, wie viele Milliardäre, wie viele Reiche wir in Deutschland überhaupt haben. Also schon allein deshalb wäre es mal ganz gut, eine Vermögensteuer einzuführen. Schon allein damit die Reichen mal sagen können, ja, seht ihr, so viele von uns gibt's doch gar nicht. Wenn es eben nicht dreimal mehr sind als bisher angenommen, wie es das Forbes Magazine behauptet. Aber, ja, machen wir weiter. Dass es den Armen besser geht. Finde den Fehler, lieber Gregor. Also, da ist doch irgendwie ein Widerspruch drin. Du erklärst es doch gerade selber. Hat der Bundestag 50 Milliarden mehr, dem Bürger kommt es nicht zugute. Einzige logische Schlussfolgerung, wir müssen uns für drastische Steuersenkungen einsetzen. Weil, wie wir ja gerade von dir gelernt haben, mehr Einnahmen uns nicht zugute kommen. Aber Steuerentlastungen, die kommen fast allen garantiert zugute. Und das ist wieder ein Fehler in Michels Aussage. Und zwar ein gewaltiger Fehler. Steuerentlastungen kommen fast nie allen zugute. Zumindest nicht zu gleichen Teilen. Je mehr ein Mensch an Vermögen hat, desto mehr kommen ihm Steuerentlastungen zugute. Ja, ich verlinke dazu einen Sketch von der Anstalt, die das auch ziemlich gut belegt und ich befürchte, nee, die offizielle, die Quellenbeschreibung, also die Anstalt, die gibt auf der ZDF-Mediathek ja immer ihre Quellen an. Leider gibt es diese Quellenbeschreibung nicht mehr, weil das Video, glaube ich, aus der Mediathek genommen wurde, weil die behalten diese Videos leider nur ein Jahr, ziemlich blöd. Sollten sie vielleicht mal mit Raik Anders Doku machen, dass die überhaupt rauskam. Das ist eine wirkliche Steuerverschwendung, die Doku löscht dich von Raik Anders. Aber ja, das ist wieder was anderes. Jedenfalls, ja, die werde ich halt verlinken und mal sehen, ob ich doch noch die Quellen finde. Sollte sie irgendein Zuschauer kennen, dann schreibt mich bitte an, einfach in die Kommentare. Ich packe sie dann in die Videobeschreibung und ja. Doch eigentlich ganz einfach, oder? Ja, also so einfach, wie du dir das offensichtlich vorstellst, ist es nicht. Und die Roten sind nicht schuld. Wobei, doch, sie sind schuld an Krankenversicherung, sie sind schuld an Arbeitslosenversicherung, sie sind schuld an Pflegeversicherung, sie sind schuld an der Unfallversicherung und sie sind schuld an der Rentenversicherung. Das stimmt. Aber so wie du auftrittst, möchtest du wahrscheinlich keine Rente. Du möchtest bis zu deinem Tod arbeiten. Richtig? Ja, weil das ist es, was passieren wird, wenn diese Versicherungen wieder abgeschafft werden. Dann haben wir Verhältnisse wie zur industriellen Revolution. Und es hat einen Grund, warum Reichsminister Bismarck diese Forderungen der SPD umgesetzt hat. Weil er damit die Roten schwächen wollte, weil er gemerkt hat, das, was die SPD und die Kommunisten gefordert haben damals, das ist etwas, was allen Menschen in Deutschland zugute kommt. Und die Mehrheit der Menschen will das. Und er hat es selbst gehasst. Er hat es verabscheut. Er hat es als das undemokratischste und unpatriotischste verteufelt, das es gibt.
aber er hat es gemacht, weil es richtig war. Ja? Bismarck war Zeit seines Lebens Antidemokrat und Monarchist. Ja? Er hat jegliche Sozialpolitik verabscheut. Aber er war auch Realpolitiker. Und deshalb, dieser Punkt der Realpolitik, das war es, die seinen Ruhm bis heute so groß gemacht hat. Und es gibt einen Grund, warum kein liberaler, also wirtschaftsliberaler wie, Personen wie du, jemals solch einen hohen Stellenwert erreicht haben. So, damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Gruß, Zöners Fan.